affection. She was so cynical about love, 'cause she didn't wanna be heartbroken again. He looked her in her eye with sincerity, said he only wanted to protect her, so she... So, herzlich willkommen zum Literaturkongress der Deutschen Afrika-Stiftung. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Jana Pareiges. Ich werde die Veranstaltung moderieren. Und heute wollen wir mal genauer darauf schauen, was wir eigentlich lesen wollen. Weil es ist ja so, selbst wenn man auf die Liste der Literatur-Nobelpreisträger schaut, da ist noch nicht wirklich angekommen, dass es tolle afrikanische Autoren gibt. Das kann man mal so feststellen. 4-mal wurde es erst an afrikanische Autoren dieser renommierte Preis verliehen. Und man muss ja hier nur um die Ecke in einen Buchladen in Berlin gehen und da mal fragen nach einem afrikanischen Autor oder nach einer afrikanischen Autorin. Und da gibt es meistens ziemlich wenig. Man trifft immer die üblichen Verdächtigen. Chimamanda Adichie oder Taye Selassie oder Teju Cole, die auch gestern alle besprochen wurden. Und sonst, was ist eigentlich mit diesen ganzen anderen afrikanischen Autoren? Das ist ja ein Kontinent und nicht ein Land. Und darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich sehr, darüber auf dem Podium begrüßen zu dürfen. Anita Jafari, sie ist Geschäftsführerin von Litprom und versucht, afrikanische Literatur deutschsprachigen Lesern näher zu bringen. Wie schwer das ist, das wird sie uns gleich erklären. Herzlich willkommen, Frau Jafari. Manfred Metzner geht noch einen Schritt weiter. Er ist Verleger bei Wunderhorn und bringt eine Buchreihe heraus, die heißt Afrika Wunderhorn. Und Sie können uns sagen, was eigentlich ein afrikanischer Autor braucht, um hier in Deutschland erfolgreich zu werden. Schön, dass Sie da sind, Herr Metzner. Und Professor Susanne Germann beleuchtet das Ganze von oben. Sie forscht an der Humboldt-Universität, an dem Seminar für Afrikawissenschaften und untersucht dort afrikanische Literatur. Und sie weiß, wie steht es um den Marktwert für afrikanische Autoren? Und warum ist eigentlich auf fast jedem afrikanischen Buchcover in Deutschland ein Baobabbaum? Wir sprechen darüber mit Professor Germann. Und anfangen wollen wir mal mit der großen Frage, warum. Und da möchte ich mit Ihnen beginnen, Herr Metzner. Warum ist eigentlich das Interesse in Deutschland jetzt so lange so gering gewesen an afrikanischen Autoren? Was ist das Problem? Da möchte ich ein bisschen vorne bei uns im Verlag anfangen, weil die Reihe Afrika Wunderhorn kommt ja nicht aus dem Nichts bei uns im Wunderhorn Verlag, sondern wir haben eigentlich seit den 80er Jahren mit dem wunderbaren Kulturphilosophen Edouard Clisson, einige von Ihnen kennen den vielleicht, aus Martinique, begonnen, seine Werke ins Deutsche zu übersetzen. Und Clisson ist ja derjenige, der eigentlich dann auch über die deutschen Übersetzungen die deutsche Leserschaft mit seiner großen Kulturtheorie der Kreolisierung der Gesellschaften konfrontiert hat. Und der den postkolonialen Diskurs eigentlich über seine Bücher und die dann eben ins Deutsche übersetzt wurden aus dem Französischen mitgetragen hat, sodass wir in den 80er Jahren schon beginnen konnten, diesen postkolonialen Diskurs, der hier gar nicht geführt wurde, im Prinzip in Deutschland sozusagen über ihn nach Deutschland transportieren konnten. Dann haben wir uns ja auch dem Maghreb sozusagen gewidmet, die Literaturen aus dem Maghreb auch veröffentlicht mit Autorinnen und Autoren. Und so war es dann schlüssig, die Afrika-Wunderhorn-Reihe zu beginnen. Und die begannen wir eigentlich nach diesen Arbeiten und diesen vielen Gesprächen auch und hatten das besondere Glück, dass dann Indra Wusso, unsere Herausgeberin von dieser Afrika-Wunderhorn-Reihe, seit Jahren in Johannesburg lebt, dort in der Kunst- und Literaturszene Subsahara-Afrikas wunderbar vernetzt ist und so wir sofort dann diese Wunderhorn-Reihe starten konnten. Das hängt alles miteinander zusammen, genauso wie Clisson das eben auch uns im Verlag mit beigebracht hat, sozusagen nicht zentristisch zu denken, sondern rhizomatisch zu denken. Also wir verfolgen auch diese rhizomatische Denkweise, alles hängt mit allem zusammen. Der aktuelle Anlass war aber dann vor 6, 7 Jahren, als wir diese Kollektion planten, folgender. Wenn Sie die Verlagsprogramme, Sie haben es erwähnt, auch der großen Verlage und auch kleinerer Verlage, die da sehr viele Verdienste haben, auch in der Publikation,
von afrikanischen Autorinnen und Autoren. Aber wenn Sie die betrachtet haben vor 7, 8, 9 Jahren, dann waren die irgendwo stehen geblieben. Also natürlich haben sie afrikanische Autoren publiziert seit den 60er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Aber diese Autorinnen und Autoren waren ja auch alle in die Jahre gekommen. Also die sind alle auch jetzt zwischen 70, 80, 90 Jahre alt oder sie leben gar nicht mehr. Der Mangel an der ganzen Publikation von afrikanischer Literatur war, dass es nichts, so gut wie gar nichts, der jüngeren Generation gab. Inzwischen ist aber in den letzten 10, 15 Jahren, ja egal in welches Land Sie in Afrika gehen, eine jüngere Generation an Künstlern, an Schriftstellern herangewachsen, die schreiben und die anders schreiben. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt zu sagen, so, wir setzen sozusagen diesem Bild, was bisher über die afrikanische Literatur durch deutsche Verlage vermittelt wurde, etwas dagegen und bringen in allererster deutscher Übersetzung von völlig unbekannten afrikanischen Autorinnen und Autoren die Bücher hier in Deutschland heraus. Und wir machen es auch gleichzeitig so, dass wir 3 bis 4 Titel im Jahr herausbringen. Und wiederum nicht nur Prosa, sondern auch Poesie. Und wir haben jetzt das inzwischen auch zum Sachbuch erweitert. Also das nur als Hintergrund. Aber lassen Sie uns schon noch mal kurz darauf blicken, wie denn überhaupt das Afrika-Bild in Deutschland ist, Professor Germann. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie wird Afrika hier wahrgenommen? Ja, um auf diese Frage einzugehen und auch Ihre Ausgangsfrage, also zunächst mal würde ich sagen, objektiv gibt es keine validen Gründe, warum afrikanische Literaturen weniger gelesen werden sollten, weil sie genauso interessant und vielfältig sind wie alle anderen Weltliteraturen. Aber Herr Metzner hatte als Stichwort genannt, es gab in Deutschland lange nicht den postkolonialen Diskurs. Es gibt sowas wie eine historische Lücke, würde ich sagen, weil wenn man jetzt England, Frankreich als Vergleichspunkt nimmt, dort war die Dekolonisierung natürlich direkt im Zusammenhang zwischen der Metropole und den afrikanischen ehemaligen Kolonien, während Deutschland eben viel früher die Kolonien verloren hat, dann andere historische Probleme hatte, wie wir wissen, und dieser Dialog mit Afrika nicht so direkt da war und wir dann eben auch den Umweg erstmal nochmal über die Übersetzung gehen müssen, während viele Autoren in Englisch und Französisch ja schreiben, wie gestern auch schon gesagt wurde. Also das ist, glaube ich, ein Grund, dass dieser direkte Zusammenhang fehlte. Und der andere ist dann sicherlich, dass das Afrika-Bild in den Medien auch bis heute noch eben vor allem ein Bild von Krisen und Katastrophen ist. Und ich glaube, jetzt eine breite Leserschaft, die nicht aus besonderem Interesse an Afrika, sondern vielleicht einfach auf der Suche nach Lektüre für den Feierabend ist, möchte vielleicht eher nicht sich dieser Literatur widmen mit der Vorstellung im Kopf, da geht es wahrscheinlich nur um ganz furchtbar schreckliche Sachen. Das wäre meine Frage. Ich meine, Sie sagen, da geht es immer um schreckliche Sachen. Frau Jafari, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Welche Themen setzen sich denn bisher in Deutschland durch, wenn es um afrikanische Literatur geht? Ja, ob man das so pauschal sagen kann, ich stelle nur fest, und das stelle ich leider fest, also autobiografische Geschichten, die möglichst tragisch sind, kommen immer noch am besten an, ja, also irgendwie entweder beschnitten und dann rausgearbeitet aus dieser schrecklichen Situation und so. Also das finde ich schon nach wie vor auffällig, und es gibt ja sogar die Fälle, dass solche Biografien erfunden wurden, die dann zu Bestsellern wurden. Das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich richtig traurig, ja. Also das stellt man fest, das verkauft sich dann plötzlich. Und ansonsten denke ich, die Themen, die sind ja eigentlich universal. Wenn es gute Literatur ist, das ist ein Standardspruch, das sage ich immer, aber das ist tatsächlich so, dann ist das eigentlich egal, ja. Oder wenn man eben ein Buch hat wie von Helon Habila, der bei Afrika Wunderhorn erschienen ist, dann, Gott sei Dank, hat es Erfolg gehabt, das hat Leser gefunden, und dann merkt man, aha, ich weiß ungefähr, in Nigeria, Öl, Shell, irgendwie ist es da, da gibt es was, aber dann hat er das als sehr guter Schriftsteller einfach in eine sehr, sehr gute Geschichte gepackt, die einen dann schon berührt und interessiert, und siehe da, dann findet die auch ihr Publikum. Ja? Was ich ganz wichtig finde, ist auch eigentlich das, was Herr Metzner macht, eigentlich gar nicht geht, finde ich, also dieses Labeln von Afrika, also einfach afrikanische Literatur zu labeln. Als wir angefangen haben mit unserer Arbeit vor über 30 Jahren, gab es ja noch richtig diese Verlage, die einschlägigen Peter Hammer, Unionsverlag, die haben sich zusammengetan und hatten dann auf den Covern Dialog Dritte Welt stehen. Also sie haben ja auch andere, Lateinamerika und so gemacht.
Und das stand dann auch in der Ecke, in der dritte Welt-Ecke. Und das ist Gott sei Dank vorbei. Also es hat sich auch was verändert, es hat sich was getan. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man sagt, das ist ein Autor aus Afrika, meinetwegen aus Nigeria. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich egal. Aber Fakt ist doch auch, wenn man sich die Spiegel-Bestsellerlisten anguckt, was funktioniert da? Frühere Kindersoldaten, wie gesagt, Beschneidung wurde schon angesprochen. Oder aber, also gut, dass Sie das ansprechen, Spiegel-Bestsellerliste, also keiner meiner Titel wird jemals auf eine Spiegel-Bestsellerliste kommen. Dazu sind die Bücher zu gut und die Autoren zu gut. Ja? Das muss man immer, ja, das muss man immer mitdenken. Aber Sie sprechen das ja gerade an. Natürlich kann man sozusagen Spiegel-Bestsellerliste, schafft dann ein Konzern, weltweit agierender Konzernverlag, wie vielleicht der S. Fischer Verlag, der dann mit einer riesen Werbekampagne so Bücher begleiten kann und eben dann hinter sich hat, auch in seinem Medienverbund. Dazu muss man ja wissen, dass dann der Holzbrink-Konzern dahinter steckt, der dann ja auch noch die Zeit hat. Dann wird der Journalist XY das Interview mit der Autorin oder mit dem Autor machen, das wird dann auch abgedruckt, die Literaturhäuser stellen alle das Buch vor, also da sind ja auch richtig viel Mittel für einen Verlag notwendig, die wir nicht haben, und abgesehen davon würde ich auch gar nicht so arbeiten wollen, weil ich der Meinung bin, wenn man es so macht, wird schon wieder ein ganz falsches Bild von den afrikanischen Literaturen vermittelt, weil man sich was herausgreift und es dann in diese Richtung vermarktet. Und ich bin der Meinung, eben die afrikanischen Literaturen brauchen keine Labels. Ich möchte gerne noch was dazu sagen. Ich glaube aber, Öl auf Wasser von Habila war doch tatsächlich auch auf Bestsellerlisten. Und das war jetzt auch ein sehr interessantes Phänomen, weil es gibt schon immer mal Themen, die in kleinerem Maße boomen. Sie haben schon zwei eher negativ behaftete genannt, aber es gibt zum Beispiel auch das Genre des Krimis, was durchaus ankommt bei der deutschen Leserschaft. Und es gibt ein paar südafrikanische Krimi-Autoren, die auf den Bestsellerlisten sind, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Und interessanterweise wurde dann Habilas Roman auch immer als Krimi besprochen in den Zeitungen und hat es dann auch auf die Bestsellerliste für Krimis geschafft, obwohl es eigentlich ja keiner ist. Also, aber das war eine Dynamik, die in dem Sinne nicht schlecht war für Eva Laxhaus und auch für die Rezeption von Habila. Muss ich da noch was dazu sagen, weil Anita ist. Genau, also Bestsellerlisten ist nochmal was anderes als Bestenlisten. Also da war Habila in der Tat drauf, aber vom Bestseller sind diese Autoren sehr weit entfernt, auch Adichie. Das darf man nicht vergessen. Also wir hatten mal einen legendären Abend, da haben wir auch eine Buchvorstellung gemacht über Adichie, haben das Buch sehr empfohlen und wir hatten vorher ein Erlebnis. Sie ist zum Beispiel sehr gut zu vermarkten, als Person auch. Ja? Das ist erstmal nichts Schlimmes, das ist... Macht sie so gut vermarktbar? Naja, die sieht unheimlich gut aus und das betrifft aber keineswegs nur afrikanische Autoren, das darf man auch nicht denken. Autoren oder Bücher werden auch über die Personen und zunehmend über Aussehen etc. vermarktet. Also das trifft nicht nur auf afrikanische Autoren zu. Und da war der Lektor da und ich habe dann auch so ein bisschen gesagt, mein Gott, es war ja wie ein Popkonzert gestern Abend. Und da hat er gesagt, zu Recht, vom Popkonzert sind wir sehr weit entfernt und ebenso weit entfernt sind wir von einer Bestsellerliste auch bei Adichie. Das dürfen wir wirklich nicht verwechseln. Das wird wahrgenommen, es wird geschätzt und wertgeschätzt und dadurch auch natürlich hat es eine gewisse Verbreitung, aber von Bestsellern sind wir wirklich weit entfernt. Also möchte ich auch gerade nochmal bestätigen. Ich meine, ich fand es gerade, was Helon Habilas Roman angeht, da stand hinten auf dem U4-Text, dieses Buch ist auch wie ein Umweltkrimi. Das war aber das einzige Mal, dass das Wort Krimi irgendwie vorkam. Und wir haben es dann auch an die Jury von der Krimi-Bestenliste geschickt. Nachdem es vorher schon literarisch in den Feuilletons herausragend besprochen wurde, kam das natürlich dann auch noch sehr gut, dass er dann wirklich noch den Deutschen Krimipreis international bekommen hat. Das ist natürlich großartig für Helon Habila und für uns natürlich auch, dass das Buch quasi über zwei Stränge in sozusagen zur deutschen Leserschaft gekommen ist. Also die, die sich eben gut unterhalten lassen wollten über ein Krimi und die anderen, die sich eben mit Nigeria auseinandersetzen wollten und der Ausbeutung, der Ölausbeutung dort durch die internationalen Konzerne. Das war ein Glücksfall, das war ein absoluter Glücksfall, aber eben kein Bestseller-Titel. Ich möchte vielleicht trotzdem versuchen, ein bisschen Optimismus zu verbreiten, auch wenn jetzt vom kommerziellen Wert her Sie noch nicht zufrieden sind. Also ich glaube schon, dass dieser kleine Boom von 2013,
2017 mit Cole, Adichie und Selassie, auch wenn es alle afrodiasporische Autoren und Autorinnen sind, die nicht mehr in Afrika leben, so wie wir auch gestern kein Buch besprochen haben von jemandem, der auf dem Kontinent tatsächlich lebt. Ich glaube aber, dass die trotzdem dazu beitragen können, dass sich die Leserschaft in Deutschland öffnet. Also dass es einfach auch normaler wird, eine afrikanische oder eben nicht weiße Präsenz im Literaturbetrieb zu haben. Und deswegen sehe ich das eigentlich positiv, auch wenn die Verkaufszahlen noch nicht ganz da sind, wo Sie das gerne hätten. Also da würde ich durchaus zustimmen, absolut. Also ich möchte eigentlich auch gar nicht das bejammern, also dass man, also oder diese Frage, auf der Frage zu sehr herumreiten, warum wird so wenig afrikanische Literatur gelesen? Mein Gott, es wird auch viel andere Literatur nicht gelesen. Es ist also, ja, also das finde ich gar nicht so den Punkt. Und ich denke auch, diese Leute, also die wir da besprochen haben, das sind einfach auch Transporteure und warum nicht? Ich möchte auch niemanden beschimpfen, dass er ein banaleres Buch liest, weil ich finde, jede Öffnung, jedes Stück Literatur, was das Ganze öffnet, ist gut und richtig und die Rezeption hilft. Also insofern, ich möchte das auch nicht bejammern und ich möchte auch noch sagen, es hat sich ganz viel getan. Seit den Anfängen zum Beispiel, was ich sehr positiv finde, ist, dass eben die Autoren in breit veröffentlicht werden. Die werden nicht nur in diesen Nischenverlagen veröffentlicht, also ne, kein nichts gegen, ne, aber sie werden eben auch bei S. Fischer und sie werden bei Hansa etc. verlegt und das ist gut so. Ja, ich wollte also gerade, ja. Das ist gut, dass du sagst, nicht jammern. Das tun wir sowieso nicht, sonst würden wir das gar nicht so positiv sehen, was unsere Reihe zum Beispiel angeht. Aber nochmal darauf zurückkommt, was die Themenauswahl, die Autorenauswahl angeht. Wir haben uns das zum Beispiel wirklich zur Aufgabe gemacht, dass wir die meisten Autorinnen und Autoren, die wir publizieren, leben noch in ihren Ländern. Ja? Und das halte ich für absolut wichtig, weil genau das auch unser Anspruch ist, dass Sie als Leserinnen und Lesern ganz aktuell eigentlich über Transformationsprozesse in diesen Romanen informiert werden, über das, was da aktuell in diesen Gesellschaften passiert. Da geht es natürlich dann auch, wie es am Anfang hieß, um AIDS, um Korruption und. Aber darum geht es ja auch gerade. Nur wie die Medien es, die Tagespresse oder die anderen Medien es darstellen, ist ja nochmal was ganz anderes, weil sie natürlich es nur so darstellen. Aber wenn Sie dann zum Beispiel ein Nick Molongo mit seinem Roman Way Back Home aus Südafrika lesen, da werden Sie zum ersten Mal konfrontiert werden und lesen können, wie diese südafrikanische Gesellschaft nach der Demokratisierung sich korrupt weiterentwickelt hat. Es gibt ja jetzt auch eine irrsinnige schwarze Korruption und Nick Molongo ist der erste dieser Autoren, der das aufgreift und in diesem Roman umsetzt. Oder wenn Sie Onchaki nehmen, dieses Buch über Luanda, über die Gesellschaft in Luanda, was sich in einem Hochhaus abspielt. Also das ist für uns ein wichtiges Kriterium, eben mit Autorinnen und Autoren, die in den Ländern noch leben und über ihr Land schreiben, was sie dort gerade erleben oder was das politische System gerade mit ihnen macht. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt gewesen, dass es dort eine neue, jüngere Generation gibt, auch in der Kunst vor allen Dingen und in der Musik. Und die Literatur hat es natürlich immer am schwersten. Musik, Weltmusik, Sie erinnern sich noch vor 20, 30 Jahren, afrikanische Musik, karibische Musik, die haben es einfacher, hier in die Gesellschaft einzudringen. Ja? Literatur hat es sehr schwer und da brauchen wir Vermittler auch, so wie Litprom, die Arbeit ist ebenso wichtig für uns alle. Und was wir aber feststellen, was die Medien angeht, schauen Sie sich doch mal die Feuilletons an. Wer kommt da vor von afrikanischen Autorinnen und Autoren? So gut wie niemand. Außer eben, es wird jemand hochgehypt, dann sind alle Medien gleichgeschaltet. Ja, das ist so. Jetzt schauen Sie sich die Entwicklung in den Feuilletons an, wie die Reduktion ist, was Buchbesprechungen angeht. Wer dominiert es immer noch, sind angloamerikanische Texte, die rauf und runter gespielt werden. Schauen Sie sich das genau an, wie viele afrikanische Autorinnen und Autoren werden besprochen, obwohl es inzwischen sehr viele Publikationen gibt in Deutschland. Bei anderen Verlagen auch. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgangspunkt der Debatte, dass dort, auch was der anglophone Bereich angeht, es dominiert wird von den Anglophonen. Die Frankophonen, die ja bei uns auch vorkommen, wer liest zum Beispiel in der Literaturkritik als Literaturkritiker noch Französisch oder wer beherrscht noch die französische Sprache? Ja, wir werden ja dominiert
von der englischen Sprache. Das ist alles, hängt alles miteinander zusammen, warum es dann so aussieht, über was wir gerade hier sprechen. Ich meine, Gleichgeschlecht ist jetzt ein bisschen historischer belasteter Begriff, aber ich merke schon, dass sich natürlich bestimmte Themen, wie Sie sagen wollen, damit gehe ich mal von aus, immer eher durchsetzen, auch medial als andere oder im Feuilleton. Und die Frage ist ja wirklich, ja, es hat sich viel verändert und ich würde da gerne auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber es ist ja schon immer noch so, und ich habe das versucht, ja auch in der Anmoderation ein bisschen zu sagen, wir haben den Literaturnobelpreis, der wurde seit über 100 Jahren verliehen und viermal an afrikanische Autoren. Und ich meine zweimal an zwei weiße afrikanische Autoren. Ist ja auch interessant. Muss nicht gleich was heißen, aber ist erstmal interessant. Kann man erstmal so festhalten. Und wenn man guckt, was in Deutschland groß ist, ist die weiße Maasai. Jeder kennt die weiße Maasai. Aber warum die anderen Sachen nicht? Und deswegen möchte ich da eigentlich noch mal ein bisschen drauf rumreiten und auch wirklich immer noch so fragen. Natürlich hat es Literatur generell auch schwerer, weil vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung, Leute weniger lesen oder es einfach ist, eine CD reinzuschieben, als das Buch zur Hand zu nehmen. Aber warum schaffen es selbst Autoren wie Adichie und Selassie nicht hier auf die Bestsellerliste zu kommen? Warum fehlt dieser Schritt noch? Das möchte ich schon gerne noch mal wissen. Von Ihnen, von Frau Jafari oder von Ihnen, Professor Germann? Ja, wenn wir das wüssten. Also deswegen habe ich am Anfang gefragt, hat es was, ich frage das ganz offen, hat es vielleicht auch was mit dem Afrika-Bild zu tun? Weil wo sind denn die Themen wie der Alltag? Wer mal in afrikanischen Ländern war, weiß ja, dass sich nicht die ganze Zeit alles nur um Kriege und Korruption dreht. Was ist denn mit den Alltagsgeschichten? Wo finden wir die denn, wenn wir jetzt zu Dussmann gehen und ein Buch kaufen wollen? Ja, richtig, das ist einfach schade. Was Wichtiges an, genau. Was den Buchhandel angeht. Eben. Ja, genau. Wir haben es halt, das ist generell schwerer überhaupt. Also das kann ich erst wirklich nur noch erstmal verallgemeinern. Es ist generell schwerer, nicht Mainstream-Sachen im Buchhandel unterzubringen. Das wissen wir alle. Wir finden überall die gleichen Stapel. Es ist unheimlich langweilig. Und wir arbeiten da sehr mühsam dagegen. Ja. Genau. Welche Hürden begegnen Sie denn da? Was ist denn für Sie eine große Hürde bei Litprom? Ich glaube, es ist einfach die wirklich Unkenntnis und daraus resultierend Unsicherheit. Und man gibt nicht gerne zu, dass man nicht Bescheid weiß. Und dazu noch ein Beispiel, als Wole Soyinka den Nobelpreis bekommen hat, 86 war das, glaube ich, da hat Ulrich Greiner in der Zeit gesagt, kenne ich nicht, muss man auch nicht kennen. Ist egal. Das würde sich heute keiner mehr trauen. Also ja, insofern hat sich schon was verändert und es gibt immerhin, der Gugi Wadjongo wird seit Jahren als Nobelpreisträger gehandelt und ich kann auch nur hoffen, dass er es schafft, weil ich glaube, das wäre eine Art Durchbruch, weil das sind schon gewisse Signale, die da gesetzt werden. Ne? Ja. Ich kann noch mal was sagen zum Buchhandel, ja. Weil tatsächlich an unserem Seminar wir immer alle paar Jahre mal Studierende auch auf eine kleine empirische Forschung dazu schicken. Und ich würde schon auch sagen, da hat sich viel getan. Noch vor 10 Jahren war das wirklich so, wenn man in eine Berliner Buchhandlung ging und nach afrikanischer Literatur fragte, bekam man die weiße Maasai empfohlen oder allenfalls Varisterie Wüstenblume. Aber vor kurzem hat eine Studentin, Maike Seewald, sowas wieder gemacht, war in verschiedenen Berliner Buchhandlungen und es ist nicht mehr so. Also es ist nicht so, dass das, was da ist in den Regalen, wahnsinnig viel ist. Aber wenn man nach Empfehlungen fragt, bekommt man solche Antworten zumindest nicht mehr. Und klar sind es dann vor allem die ganz bekannten Namen, die immer wieder fallen, auch als Empfehlungen. Aber kleine Fortschritte gibt es durchaus. Ja, aber also für mich sind die einfach zu klein, also für das, was wir da investieren. Also es ist ja ein ganzes System, was den Buchhandel angeht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, so wie die deutsche Gesellschaft oder die deutschsprachige funktioniert, dass sie nach wie vor nicht diese Offenheit hat und diese Neugier hat, sich mit den Themen und mit den Autorinnen und Autoren zu beschäftigen. Und lässt es sich dann, und dafür warne ich Sie eigentlich alle und möchte Sie einfach weiterhin dazu auffordern, dass Sie neugierig bleiben und sich eben nicht von den Feuilletons beeinflussen lassen. Das müssten Sie jetzt unbedingt lesen, sondern entdecken Sie selber, schauen Sie nach, wo diese wunderbaren Autoren sind. Und im Buchhandel passiert Ihnen das aber immer noch, dass Sie dann in der Reiseabteilung das Buch Öl auf Wasser finden, wenn Sie nach Nigeria reisen wollen. Ja, das ist leider so. Ja? Und Sie haben ja in den Buchhandlungen nach wie vor nicht ein großes Regal Afrika, wo Afrika drüber steht, sondern es ist wohl eingeordnet. Ja? Also da ist noch viel zu tun, aber ich bitte Sie einfach, dass Sie es nachfragen. Das ist genau diese Diskussion, die wir ja als Independent-Verlage auch mit Buchhandlungen führen. Die Buchhandlungen sind eigentlich unsere natürlichen Verbündeten, die Independent-Buchhandlungen. Aber das liegt auch an Ihnen, dass Sie dorthin gehen und dort sozusagen die Buchhändlerinnen und Buchhändler damit konfrontieren, dass es diese Bücher gibt.
Ja, und dann werden die natürlich auch gezwungen, die zu führen, weil das Bestellverhalten, das jetzt nur sozusagen zu Ihnen, wenn man als Verleger unterwegs ist, weil ja unsere Vertreter besuchen in Deutschland ungefähr 600 oder 700 Buchhandlungen und stellen die Bücher vor. Also es ist ja nicht so, dass die Buchhändler nicht wissen oder wüssten, dass es diese Bücher gibt, aber sie bestellen sie halt nicht. Ja, das ist das Entscheidende an der Geschichte und Sie können das tun. Sie haben ja auch alle Informationen über Internet, über alle Webseiten. Sie können sich wunderbar informieren, aber kaufen Sie bei den Buchhändlern. Aber es ist natürlich ein bisschen die Frage auch von Henne und Ei, weil ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Man geht in den Buchladen ja auch, um sich inspirieren zu lassen, ja, und nicht vorher schon im Internet. Da muss man ja schon wissen, wonach man sucht. Und wenn man dann durch die Reihen geht und dann steht da aber nur nichts gegen Hermann Hesse, aber Hermann Hesse und keine Ahnung, ja, wer noch? Eugen Ruge oder ich weiß es nicht. Und nicht. Und genau, und dann nimmt man natürlich eher den neuesten Eugen Ruge Oman. Ja, aber das ist ja ein Fehler des Systems. Das wollen wir ja gerade mit Ihnen verändern, weil Sie sind ja unsere Verbündeten. Ich hätte noch eine kleine Nebenbemerkung. Ich würde vermuten, dass bei den jüngeren Generationen von Lesern und Leserinnen es jetzt aber auch oft so ist, dass, wenn es ums Englische geht, sehr viel die Originale gelesen werden und man gar nicht auf die Übersetzung angewiesen ist in diesem Bereich. Das ist auch ein Faktor, warum die sich vielleicht gar nicht so viel verkaufen. Und ich hätte nochmal, wenn ich darf, eine Frage an Litprom auch oder wie das bei Litprom inzwischen funktioniert, weil Sie arbeiten ja, Sie machen Förderung und vermitteln auch die Übersetzungsförderung zusammen mit Verlagen. Und ich kann mich erinnern, dass es ist aber eben auch schon länger her und das war mit Ihrem Vorgänger, deswegen würde ich gerne jetzt Ihre Meinung dazu hören. Ich hatte mal ein Gespräch mit Ihrem Vorgänger, der sich ja auch sehr verdient gemacht hat um die ganze Geschichte, vor vielleicht 10, 13 Jahren und hatte ihn gefragt, was ist eigentlich mit Boubacar Boris Diop, was ist eigentlich mit Ken Bugul, was ist mit Valentin Yves Modimbe, die wirklich große, große Namen sind in der Frankophonie, die nicht ins Deutsche übersetzt sind oder nur ein Titel, der vielleicht am besten in irgendwelche Raster passt. Und da hat er zu mir gesagt, naja, die sind zu intellektuell, was die schreiben, ist zu schwierig und das ist nicht das, was die deutsche Leserschaft aus Afrika erwartet. Ich war total schockiert. Also er meinte das im Hinblick tatsächlich auf den Buchmarkt und dass ihm das auch als Vermittler nicht gelingen könnte, das an die Buchhändler zu vermitteln, weil diese Vorannahme, die negative schon da ist, dass sich das ohnehin nicht verkaufen würde. Aber na, da beißt sich ja die Katze auch in den Schwanz. Also wenn gar nicht der Mut da ist, solche hervorragenden Autoren, die eben auch nicht über Amerika oder London zu uns kommen, sondern direkt aus den Ländern, wenn auch nicht der Mut da ist, die zu übersetzen, dann können die deutschen Leser, die jetzt nicht Französisch lesen, sie ja auch nicht kennenlernen. Also ich denke, bei Verlegern ist der Mut auch da, auch bei Ihnen. Sie haben ja eben vor allem auch die ganz jungen Autoren, die noch niemand kennt. Aber ja, also wie sieht das inzwischen aus? Ist es immer noch so, dass einfach bestimmte Sachen nicht vermittelbar sind an den Buchmarkt, weil man aus Afrika nicht mit komplizierten, experimentellen Literaturen rechnet? Oder wie ist das? Also das kann ich gar nicht unterschreiben. Das ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Nee, weil ich finde, aus Afrika kommen einfach geschriebene Sachen, da kommen komplexe Themen, da kommen komplizierte, verwickelte Sachen und es ist immer an uns Lesern, uns darauf einzulassen oder nicht und so eine pauschale Aussage würde ich nie treffen wollen. Also ich habe jetzt gerade ein Buch in der Hand, das habe ich gerade begonnen zu lesen, ich weiß noch nicht genau, wie ich es finde, aber es ist auf jeden Fall interessant, von Fiston Mwanza Mujila oder Mujila. Das ist höchst experimentell, ganz aufregend. Das ist wie Musik, vielleicht wie komplizierter Jazz oder so. Also das ist nichts, was man so wegschlabbert, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann hat man auch einen hohen ästhetischen Genuss. Vermutlich, ich habe erst angefangen damit, ja. Während zum Beispiel, ich habe zufällig gerade zwei afrikanische Autoren also im Gepäck, die ich gerade lese, und der Altmeister Nuruddin Farah, der ja einen großen Namen hat, ja, wenn man überhaupt von berühmt sprechen kann, dann ist er berühmt, der hat einen Roman, einen neuen vorgelegt, den finde ich wirklich sehr schlecht, ja. Also da ist eine neue Generation, die auch neue Formen ausprobiert, die aber nicht notwendigerweise in Afrika leben müssen. Das Buch spielt explizit in Afrika, ausschließlich, ich glaube, also in einem fiktiven Land. Aber der muss doch deswegen nicht in Afrika leben, um darüber schreiben zu können. Das ist auch so eine Klischeefrage. Ja.
Ja, ich wollte einfach auch noch mal auf was zurückkommen, was jetzt Nobelpreise angeht oder so. Also ich halte das vielleicht unter ökonomischen Gesichtspunkten für unheimlich wichtig, aber ich halte es inhaltlich nicht, weil es ist ein Fokus auf eine Person und das ist dann wieder abgefeiert, die afrikanische Literatur, die da ausgezeichnet wird. Dagegen wehre ich mich eigentlich, weil die afrikanischen Literaturen sind viel, viel vielfältiger und diese ganze Preisgeschichte, die führt ja immer in die Irre eigentlich, ja, weil das wurde auch von der Jury bestimmt und ob das dann wirklich der verdienstvollste und beste Autor ist, das ist meistens nicht so, sondern da spielen auch verschiedene Komponenten mit, wie auch beim Deutschen Buchpreis oder bei allen Preisen. Also ich halte nichts viel davon, außer unter ökonomischen Gesichtspunkten ist es für einen Verleger natürlich total interessant und wichtig, dass er auf diesen Listen seine Autoren hat und dass mal so jemand so einen Preis bekommt. Aber Sie können sich beruhigen. Bei mir ist L'Ecclesio erschienen damals mit seinem neuesten Buch, als er den Nobelpreis bekommen hat gerade. Also ich bin darüber nicht Millionär geworden, nur damit Sie beruhigt sind. Das kann auch in die Hose gehen bei einigen Autoren. Deswegen halte ich nichts von dieser Preisgeschichte. Ich finde es gut, dass da ein Fokus auf den Autoren ist. Wir denken anders mit unserer Afrika-Reihe, weil wir es viel breiter angelegt haben. Freuen uns natürlich, wenn ein Autor einen Kane-Prize oder ein Stipendium wie Helon Habila in Amerika bekommt, eines der höchsten Literaturstipendien. Und sind froh und glücklich, wenn wir diese Autorinnen und Autoren hier nach Deutschland holen können und mit ihnen Lesereisen veranstalten können und sie mit alle mit einbeziehen können. Und das ist uns immerhin gelungen jetzt in den vielen Jahren Arbeit, dass wir, was diese Afrika-Initiativen in Deutschland angeht, dass wir mit all denen kooperieren, dass wir diese Netzwerke für uns auch nutzen können und gleichzeitig über unsere Autorinnen und Autoren in Afrika deren Netzwerke nutzen können. Ja, die sind eben bei uns so froh und glücklich, dass wir sie sozusagen entdeckt haben für den deutschen Buchmarkt, dass wir umgekehrt auch wieder unheimlich viel von denen zurückbekommen als Verlag und als Verleger. Das ist also ein ganz großartiger Austausch und um den geht es eigentlich, nicht um irgendwelche Preise oder so. Aber ja? Aber so, also ich denke gerade auch der Nobelpreis, der kann schon auch als Türöffner wirken, ja, also einfach, dass man das, das ist nun mal ein Label afrikanische Literatur und wenn dann ein Afrikaner, von dem vielleicht die Mehrheit wirklich noch nie was gehört hat, den bekommt, er liegt in den Buchhandlungen, kann schon was bewirken, also schadet nicht. Ja. Aber ich möchte noch auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie nämlich von angesprochen haben, das Thema Authentizität. Also muss eigentlich ein Autor in Afrika weiterleben? Wann gilt ein afrikanischer Autor noch als afrikanischer Autor? Wie ist das eigentlich mit Tejo Cole? Der lebt ja auch in Amerika, glaube ich, zum Beispiel. Ne? Vielleicht können Sie auch was zu sagen, Professor German oder Frau Jafari. Ja, also ich finde, da in dieser Frage steckt viel Krampf. Also Verkrampfung, kein anderer wird gefragt, lebst du hauptsächlich da und da? Und interessant ist, worüber geschrieben wird, ja, und ich vermute mal, oder die meisten, die schreiben, pendeln vielleicht zwischen den Welten, weil das Schreiben, die Produktionsbedingungen einfacher sind, die Stimulation, das Geldverdienen etc., die pendeln vielleicht zwischen den Welten, haben aber in der Regel den Fokus auf ihren Ländern und erzählen darüber. Und das ist das, was mich dann interessiert, ja, das machen andere auch. Die werden aber nicht gefragt. Vargas Llosa, Nobelpreisträger, extrem erfolgreicher Autor, lebt schon ganz, ganz lange nicht mehr in Peru, aber die meisten seiner Bücher spielen in Peru und sind sie gut. Ja, also und er wird auch nicht gefragt andauernd, wieso lebst du da nicht, wieso bist du wirklich ein lateinamerikanischer Autor? Das wird nur bei den Afrikanern gefragt, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich, Professor German? Also ich bin da mit Ihnen d'accord, aber für mich sind diese Literaturen von den Pendlern oder die wir gestern auch besprochen haben, auf jeden Fall zunächst mal transnationale Literaturen. Vielleicht muss man einmal was dazu sagen, was gestern besprochen wurde. Hier gab es ja schon eine Veranstaltung gestern Abend, ich weiß nicht, ob Sie alle da waren. So ein Literaturquartett war das. Genau. Und da wurde Noele Bulawayo, ne, We Need New Names, Tejo Cole und Alama Banku. Und Mengistu. Genau. Ich fand nicht. Und die sind nun alle vier genau. Eben solche Leute, die nicht mehr in ihren Herkunftsländern leben oder hin und her gehen oder auch zwischen Frankreich, Kongo und den USA, wie auch immer. Also für mich sind das transnationale Literaturen, die sowohl zu den afrikanischen Literaturen als auch zu den amerikanischen oder französischen Literaturen gehören. Und die werden auch jetzt an der Universität zum Beispiel sowohl im French Department als auch in den African Studies
studiert und man kann dann verschiedene Schwerpunkte setzen, was man sich da anguckt. Ich finde das auch ganz wunderbar und man soll die Leute auf keinen Fall immer danach fragen, das ist furchtbar auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem schade, dass das, was auf dem Kontinent selbst passiert, viel weniger wahrgenommen wird. Und natürlich haben die Autoren, die in Amerika leben, einfach die ganze kommerzielle Maschinerie der großen Verlagshäuser dort hinter sich, was die in Afrika leben eben nicht haben. Und da muss es dann mehr Bereitschaft geben, selber darauf zuzugehen. Ich glaube, mit Südafrika funktioniert es ganz gut. Südafrika ist aber auch nochmal ein Sonderfall innerhalb Afrikas, hat auch eine sehr gute eigene Buchindustrie und Vermarktung, was nicht alle Länder von sich behaupten können. Ja, also machen wir uns nichts vor. In Deutschland nehmen wir vor allem das wahr, was wir aus den USA oder maximal England und Frankreich heraus serviert bekommen, sozusagen. Da wollte ich auch gerade noch dazu was sagen. Also ich finde schon einen Unterschied, wenn Nick Molongo bei mir eben in Soweto lebt, weiterhin in Soweto lebt und einen Roman über Südafrika, über die aktuellen Geschichten in Südafrika schreibt, ist schon ein großer Unterschied, wenn ich den von New York aus schreibe wahrscheinlich. Und die andere Sache ist die, das ist richtig, die meisten sind gezwungen, in Englisch zu veröffentlichen, weil Shona, wenn man es auf Shona schreibt oder in einer anderen Sprache, kann man es so gut wie nicht übersetzen, selbst in den eigenen Ländern nicht, dann ins Englische, das kostet dann auch alles Geld. Aber was wir feststellen mit unseren Autorinnen und Autoren, was in den letzten Jahren passiert ist, und das wird sich auch verstärken, dass die ja das auch wahrnehmen, also sozusagen diese Abhängigkeit, in die sie sich dann begeben von dem Weltmarkt, indem sie dann bei Penguin Books oder bei diesen großen englischen oder amerikanischen Verlagen veröffentlichen. Und es ist da eine ganz klare Tendenz bei denen zu erkennen, dass sie vermehrt im Lande bleiben und die eigenen Strukturen schaffen, eigene Verlage gründen, auch die Buchmarktindustrie fängt an, so langsam ins Wachsen zu kommen. Es gibt langsam Buchhandlungen. Es gibt sehr, sehr viele Literaturfestivals, egal wo sie hinkommen, ob sie nach Südafrika, nach Simbabwe oder Nigeria oder sonst wo hinkommen. Es gibt die wunderbarsten Literaturfestivals dort inzwischen. Und die Jüngeren bleiben oder kommen wieder zurück und sagen, wir bauen unsere eigenen Strukturen auf, um eben diese Gesellschaft von innen heraus zu verändern. Und das finde ich, das kann man nur, das unterstützen wir auch, ja, weil das ist ja genau, um was es eigentlich geht, dass man eben nicht in der Diaspora lebt, sondern dass man ja vor Ort sozusagen viel mehr eingreift in die Veränderungen, die dort passieren müssen. Also ich kann das bestätigen aus meinen Beobachtungen aus, auch, dass es zumindest in kleinem Rahmen dieses Phänomen der Rückkehrer auch gibt. Amadako ist ja auch ein Beispiel, die hier in Deutschland bekannt geworden ist und dann zurück nach Ghana gegangen ist und dort jetzt lebt, wobei ich aber eben auch glaube, dass ihre Bücher, die sie dann in Ghana geschrieben hat, weniger bekannt sind als ihre ersten Bücher, die zuerst in Deutsch nämlich erschienen sind. Ich habe es in Togo zum Beispiel beobachtet, wo es einen Verlag gibt, Grain de Pensée, der nicht sehr groß ist, aber sehr gut von zwei sehr engagierten Frauen gemacht wird und wo jetzt einige Autoren, die schon in Paris große Erfolge hatten, sagen, okay, meinen nächsten Roman veröffentliche ich dort in Lomé, um auch näher an dem Publikum wieder dran zu sein. Aber man muss sagen, das sind dann auch Autoren, die sich das gewissermaßen schon leisten können, weil sie schon einen bekannten Namen haben, während diejenigen, die sich erstmal bekannt machen möchten, doch gerade in der Frankophonie danach streben, in diesem Literaturzentrum Paris zu veröffentlichen, um wahrgenommen zu werden. Ja. Ich möchte noch was ergänzen, weil das trifft eben Litprom, weil Litprom macht seit Jahren ein ganz großartiges Projekt, in dem sie eben gerade auf die Frankfurter Buchmesse junge Verleger und Verlegerinnen aus Afrika einladen. Jetzt nicht nur aus Afrika, aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Litprom-Arbeit in Frankfurt zum Beispiel, die man gar nicht sieht. Aber da ist ja genau dann der Austausch für die richtig und wichtig. Da werden Seminare gemacht, die besuchen dann deutsche Verlage dort auf der Messe. Und da entsteht ja genau das, was Sie dann auch als Know-how brauchen für die Sachen, die Sie in eigenen Ländern dann gründen wollen. Ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht. Genau, da muss ich aber der guten Ordnung halber sagen, das ist ein Projekt der Frankfurter Buchmesse. Wir machen da mit und so weiter, aber es ist ein, das ist wirklich ein Projekt der Buchmesse selber, die das auch finanziert und das wird vom Auswärtigen Amt unterstützt. Also das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Wir beobachten das auch, dass es immer mehr Netzwerke gibt, die dann auch zum Teil an uns herantreten
Und ich glaube, es braucht noch mehr solcher Programme, wie dieses Einladungsprogramm. Das ist eine Sache, dass kleine Verlage halt eigentlich befähigt werden sollen, irgendwann mal vielleicht selber zu kommen auf die Buchmesse und eben auf eigenen Beinen zu stehen. Solche Austauschprogramme, also für mich wäre das nochmal so ein Ziel, so eine Vision vielleicht, dass man wirklich Austauschprogramme auf die Beine stellt, wo man afrikanische Autoren einlädt zu uns, deutsche Autoren vielleicht hinschickt, Verständnis weckt füreinander und da eben auch Netzwerke bildet, wo so ein echter Dialog zustande kommt. Weil ich glaube auch, dass deutsche Schriftsteller sehr wohl auch mit dazu beitragen können, afrikanische Schriftsteller hier bekannt zu machen, zum Beispiel. Ist eine Möglichkeit, ja. Kann ich da auch noch, ich wollte auch noch ergänzen, was inzwischen auch stattfindet, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass sich ja die Goethe-Institute vor Ort, auch in Afrika, nicht nur in Afrika, aber alle inzwischen seit den letzten paar Jahren auch sehr geöffnet haben. Also dass sie zum Beispiel in Johannesburg oder Nairobi oder wo sie überall sind, ihre Türen öffnen genau für die Kultur, für die Literatur, für die Musikszene vor Ort. Also dass die dort auch auftreten können, dass es dort zum Dialog kommt und. Also da tut sich schon gerade was in der auswärtigen Kulturpolitik auch offiziell. Aber das ist natürlich erst ein Anfang. Und ich würde dich da auch unterstützen. Danke, das macht nichts. Direktübertragung. Nee, ich wollte dich da auch unterstützen, dass wir natürlich hier noch viel, viel mehr solcher Austauschprogramme benötigen. Ich meine, der DAAD tut das Seine dazu hier in Berlin, wo ja auch dann oft afrikanische Autoren, so wie jetzt zum Beispiel mein Autor Binya Wanga Wainaina, der jetzt ein Jahr in Berlin sein wird, ein Stipendium haben wird. Aber das ist dann einer eben im Jahr. Und ich glaube, es wäre viel wichtiger und besser, wir hätten 10 oder 15 oder 20, dass wir da eben mehr Geld in die Hand nehmen und diese Programme auflegen. Das Klingeln des Telefons war aber ein gutes Stichwort, weil wie sieht es denn aus mit den sozialen Medien und der Vernarktung von afrikanischen Autoren? Sehr, sehr wichtig. Also bei der jungen Generation auf jeden Fall, bei den Adichie, Selassies und so weiter, die sind ja alle auf Twitter und haben Blogs. Alama Banko war einer der ersten, der einen Blog geschrieben hat. Und ja, also das ist auch interessant, kann man schon sagen, dass auch Autoren, die in Afrika leben, aber die sozialen Medien sehr gut beherrschen, dann auch mehr Aufmerksamkeit international bekommen. Also Wainaina wäre ein Beispiel oder Elnathan John, der heute gleich hier noch dabei sein wird. Die sind halt auch auf Twitter und so weiter unterwegs und die sind auch bekannter, genau. Frau Jafari, sehen Sie denn eigentlich Unterschiede, weil bei Ihnen bei Litprom geht es ja nicht nur um afrikanische Literatur, Sie haben ja auch Literatur aus Lateinamerika, die Sie promoten. Sehen Sie Unterschiede? Wird lateinamerikanische Literatur anders, mehr, weniger in Deutschland zum Beispiel wahrgenommen? Ja, auch da kann ich sagen, dass es gibt Booms, es gibt Boomzeiten, das weiß man also von Lateinamerika. Der Boom ist lange vorbei und auch da gibt es eine neue Generation nach Marquez und so weiter, die Allende, gut, die läuft irgendwie von selbst, aber alles andere. Und da gibt es eine ganze neue Generation von fantastischen Autoren, die auch, das tut mir genauso in der Seele weh, dass die so wenig wahrgenommen werden. Also auch das ist schwierig. Wir haben die Karibik und wir haben jetzt eigentlich noch zu entdecken Asien, um die was wir uns auch kümmern, oder die arabische Welt. Auch dazu kann ich sagen, die arabische Welt ist ja nun wirklich im Moment in den Nachrichten täglich und es betrifft uns eigentlich sehr. Das schlägt sich aber nicht im Interesse an der arabischen Literatur nieder, obwohl es da auch wirklich gute Literaten, gute Übersetzungen gibt. Interessant. Und da kommen wir auch zur Frage, was ist eigentlich Afrika? Weil Nordafrika ist ja auch Afrika. Eigentlich, oder? Merken Sie da Unterschiede in der Wahrnehmung? Also ich meine, es wird immer oft gesprochen von Tunesien und Ägypten und den arabischen Ländern, den Maghreb-Ländern, aber ist ja eigentlich auch Afrika. Ja, aber das wird schon, ich glaube, also wenn es die Wahrnehmung betrifft, dann das wird schon eher der arabischen Welt dann zugeordnet, ja. Okay. Und dann kommt halt Subsahara-Afrika und Südafrika ist, glaube ich, dann auch nochmal ein Unterschied. Ja. Also, ja gut, die Frage ist, was ist Afrika überhaupt? Mhm. Afrika als Konzept, was wir uns darunter vorstellen, ist was sehr Konstruiertes und Abstraktes. Es gibt aber auch Afrika als Land, Masse, als Kontinent und da gehört Nordafrika natürlich dazu. Also ich finde die Grenzziehung oft sehr künstlich. Sie haben natürlich eine lange historische Tradierung und sicherlich würden auch nicht alle Menschen aus dem Maghreb und aus dem Subsahara-Afrika selbst sagen, dass sie zusammengehören. Ich glaube, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber es gibt
zwischen Marokko und Senegal, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten als zwischen Senegal und dem Kongo. Ja, das muss man dann also, wenn schon, sehr differenziert sehen. Ja, und wo sich ja auch die Wahrnehmung eigentlich gerade, was die innere Wahrnehmung in Afrika angeht, in den letzten Jahren ja auch radikal durch die Flüchtlingsströme verändert hat. Ich meine, das muss man inzwischen immer mitdenken. Also viele von den Flüchtlingen kommen ja aus Somalia und machen den weiten Weg dann nach Tunesien oder Libyen und versuchen, übers Mittelmeer zu kommen oder gehen den anderen Weg über Senegal, Nigeria, Marokko bis in diese Ceuta-Enklave da von Spanien. Und da haben Sie doch dieses Bild von vor eineinhalb Jahren vielleicht auch noch vor Augen. Dieser Grenzzaun, der mit europäischen Geldern, dieser Eisenzaun gezogen wurde, wo die Flüchtlinge hochkrapseln und auf der anderen Seite spielen die Leute Golf, das auch mit europäischen Geldern, dieser Golfplatz, angelegt wurde. Ich meine, da manifestiert sich doch eigentlich alles, um was wir hier reden, was da inzwischen passiert und dass sich da auch innerhalb Afrikas, wer redet denn überhaupt davon, dass in Kenia das größte Flüchtlingslager eigentlich Afrikas ist mit 2 Millionen Flüchtlingen? Wen interessiert das eigentlich hier? Ne? Und darum geht es doch auch, wenn wir über Afrika reden oder über afrikanische Literaturen und über Themen, die da eigentlich vorkommen müssten. Merken Sie eigentlich, dass die ganze Diskussion um Flüchtlinge sich jetzt auch literarisch niederschlägt in Büchern, die gerade in der Mache sind, geschrieben werden? Meinen Sie, dass das, und dann noch als zweite Frage, dass das vielleicht auch in Deutschland nochmal ein anderes Interesse hervorrufen könnte, weil das Thema so präsent ist? Das würde ich mir wünschen, aber ich kann das ehrlich gesagt nicht feststellen. Also was ich merke und was mir ehrlich gesagt auf die Nerven geht, ist, dass jetzt jeder was mit Flüchtlingen machen will, und zwar Schreibwerkstätten, irgendwelche Texte veröffentlichen, irgendwie. Und da habe ich oft das Gefühl, es geht um einen selber, es geht nicht um die Leute und schon gar nicht um deren Texte, sondern es geht, was ich mache, was mit Flüchtlingen. Und das ist gut so. Und da bin ich sehr genervt. Lassen Sie jetzt, ja? Gut, dass Sie das ansprechen. Also ein Großteil meiner Autorinnen und Autoren hat einen sehr einfachen Zugang zum Guardian in England. Ja? Die haben aber keinen Zugang zu deutschen Medien. Niemand fragt die um einen Beitrag aus Nigeria oder aus Somalia oder aus Uganda oder, wie sie darüber denken, was da gerade passiert oder was in Nigeria mit Boko Haram passiert und den entführten Mädchen. Da fragt keine deutsche Redaktion nach. Ja, und bietet um Artikel. Der Guardian macht es oder die Le Monde zum Beispiel macht es jeden Tag. Da können Sie, ich informiere mich in der Le Monde über Afrika. Ich kann mich nicht in deutschen Medien über Afrika informieren. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar sehr gute literarische Texte zu dem Thema, zum Beispiel von Abbasse Njon, Die Piroge wurde auch ins Deutsche übersetzt und ist, glaube ich, bekannter geworden dadurch, dass es auch verfilmt wurde und zeigt halt wirklich aus einer Innensicht die Überfahrt auf einer Piroge übers Mittelmeer. Aber nicht nur im Sinne Flucht, auch im Sinne Migration. Übersetzt wurde ja zum Beispiel auch Fatou Diom, Im Bauch des Ozeans, wo es um verschiedene Formen von Migration geht, also Intellektuelle, die nach Europa kommen, um zu studieren und keine Armutsflüchtlinge eben sind, sondern im Gegenteil, uns hier auch bereichern. Aber parallel dazu erzählt sie auch Geschichten von jungen Männern, die mit dem großen Fußballtraum nach Europa kommen und wie sie enttäuscht werden und ähnliches mehr. Also es gibt da einige sehr gute Texte. Und es wäre schön, wenn die auch gelesen würden, um ein anderes Bild von Flucht und Migration zu bekommen hier. Einige Appelle schon an das Publikum hier die ganze Zeit. Aber ich möchte noch einmal auf Deutschland zurückkommen. Sie haben mal gesagt, Professor Germann, dass es eine Studie gibt, die eigentlich die Stereotype oder so die Entwicklung afrikanischer Literatur, die Wahrnehmung untersucht hat. Können Sie dazu mal was sagen? Es gibt eine Studie, die ist jetzt schon älter, von 1998, die ein kamerunischer Germanist gemacht hat, Albert Guafo. Der hat sich angeguckt, was es zu dieser Zeit auf dem deutschen Buchmarkt gab, also bezogen auf die frankophone afrikanische Literatur und wie das vermarktet wurde, und hat sich besonders die Buchcover angeguckt, die Klappentexte und ähnliches mehr, und hat da eine ganze Reihe von Stereotypen, die immer wieder auftreten, festgestellt. Also unter anderem diesen berühmten Baobab im Sonnenuntergang oder dass immer afrikanische Masken oder nackte afrikanische Frauen auf den Titeln waren und ähnliches mehr. Und dass auch in den Zusammenfassungen, wie die Bücher angepriesen wurden, bestimmte exotisierende Elemente immer wieder auftauchten. Genau, und Studierende von mir haben jetzt kürzlich in einem Projekt auch nochmal diese Kriterien, die Guafo damals aufgestellt hat, wieder aufgenommen und haben geguckt, wie das jetzt heute ist.
und haben durchaus festgestellt, dass es auf jeden Fall Änderungen gibt. Also es gibt immer noch Bücher mit Baobabs auch, aber in der Wunderhorn-Reihe gibt es sowas nicht. Da gibt es sehr schöne künstlerische Fototitel, so dass man sagen kann, dass es da durchaus auch eine positive Entwicklung gibt. Merken Sie den Unterschied? Ist es für Sie schwieriger, solche Bücher zu verkaufen, die nicht typisch aussehen, die nicht mit diesen Stereotypen spielen? Das kann ich nicht sagen, weil wir aber diese Stereotypen nie benutzt haben. Auch schon als wir Clisson oder jetzt Chambasso oder Dany Laferrière verlegen, wir benutzen diese gar nicht, also kann ich es Ihnen nicht sagen. Aber dann kann ich vielleicht konkreter fragen, wann gilt denn ein Buch bei Ihnen als erfolgreich? Was ist denn so eine Zahl? Jetzt möchte ich doch noch mal eine wissen. Das Verleger redet ungern über Auflagen, das wissen Sie, aber das Interessante auch an der Afrika-Reihe ist, wenn wir afrikanische Poeten oder Poetinnen verlegen, erreichen die genau die Verkaufszahlen eines deutschsprachigen Lyrikers, also zwischen 300 und 500 verkauften Exemplaren. Das finde ich sehr spannend und interessant, dass sich da also diese Zahl sozusagen von selber auch auf die Afrika übertragen lässt, was die Verkaufserfolge angeht. Bei den Prosa-Büchern ist das vollkommen unterschiedlich. Was da geht's, muss ich sagen, der Erfolgstitel wurde ja schon genannt, wenn man das alles mit einbezieht von Auflagen, von Verkaufsauflagen von 1.000 bis 15.000. Also 15.000 ist dann sozusagen ein interner Bestseller bei Wunderhorn, aber das kommt vielleicht einmal vor. Das war eben Hele und Habila. Während die anderen Bücher laufen alle in dieser Geschichte zwischen 1.000 und 1.500 oder 2.000. Das ist, wir rechnen nicht oder denken nicht in diesen Auflagen. Für uns ist es ein großer Erfolg, wenn wir die Bücher rausbringen in sehr guter Übersetzung und schöner Buchgestaltung. Dann sind wir zufrieden, dass wir das tun. Dass wir Geld verdienen müssen, ist auch klar. Aber das ist der wichtige Prozess der Arbeit mit dem Autor an dem Buch und mit dem Übersetzer, dass wir sozusagen über diese Titel Afrika hier ins Gespräch bringen und diese Autoren ins Gespräch bringen. Das ist eigentlich unsere Hauptarbeit. Natürlich geht es auch, wie bei anderen Verlagen auch und Verlegern, die Verlage funktionieren über Mischkalkulationen. Das heißt, die erfolgreichen anderen Bücher müssen natürlich die nicht so erfolgreich sind, mittragen. Weil wir sind ja keine subventionierten Unternehmen. Wir müssen ja jeden Cent verdienen. Außer wir bekommen eben, Gott sei Dank, über Litprom mal eine Übersetzungsförderung. Aber das geht ja auch nicht regelmäßig, weil da müssen Sie sich ja einem Wettbewerb stellen, da müssen Sie eine Probeübersetzung einreichen und dann entscheidet eben eine Jury, ob dieses Buch oder jenes Buch gefördert wird. Es gibt keine 100-prozentigen Programme, wo Sie nur Literatur aus Afrika gefördert bekommen. Sie sind gleich dran. Ich will nur einmal sagen, wir haben noch ein paar Minuten gleich für Fragen aus dem Publikum, wenn Sie mögen. Sie können schon mal drüber nachdenken, solange Frau Germann spricht und sich dann gerne gleich einfach melden. Da würde jemand kommen mit dem Mikrofon ziehen. Okay, ich habe noch nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich fand das schön, dass Sie jetzt noch mal Lyrik auch angesprochen haben, weil wir reden ja eigentlich die ganze Zeit nur über den Roman. Vielleicht ist das auch noch eine Schwierigkeit, warum die Literatur vom Kontinent nicht so hier ankommt, weil dort in einigen Ländern eigentlich Lyrik oder Theater viel, viel wichtiger sind als der Roman und der Roman nun mal bei uns die Form auf dem Buchmarkt ist, die überhaupt geht. Aber was ich auch noch anbringen wollte, es gibt auch manchmal sehr, sehr schöne Projekte im deutschsprachigen Bereich, die aber dann zu wenig beworben werden, einfach nicht bekannt gemacht werden. Es, zum Beispiel hat letztes Jahr Al Imfeld eine über 500 Seiten dicke oder 1000 Seiten sogar, also eine sehr, sehr dicke Anthologie, Afrika im Gedicht heißt die, herausgegeben, die auch die deutsche Übersetzung hat, aber immer auch die Originaltexte in verschiedensten Sprachen. Das ist ein ganz wunderbares Buch, aber man hat da weder in der Presse noch in sonstigen Werbemaßnahmen was von gehört. Also man muss schon Insider sein, um das überhaupt wahrzunehmen, dass das gibt. Aber kurz dazu, also zum Glück für den Al-Imfeld habe ich gerade erfahren, ist die erste Auflage verkauft. Und die kann er aber nicht mehr nachdrucken, weil das viel zu teuer ist, diese 1000 Seiten irgendwie weiterzumachen. Und noch kurz zur Lyrik. Also unsere Erfahrung ist, die afrikanische Lyrik oder gerade im Lebohang Mashile aus Johannesburg oder Shirikure aus Zimbabwe, das sind ja Performer. Ja? Also die stehen ja sozusagen gerade gegen diese traditionelle Darbietung, die wir hier kennen, sondern die sind ja sehr performativ, die singen, die machen Rap und. Also, und das gibt natürlich gleich einen viel schnelleren Zugang zum Publikum. Ja? Und wir legen dann meistens auch CDs bei, wo sie das eben auch nochmal hören können, was die dort performen. Und das finde ich eine ganz wunderbare sozusagen Ausdrucksweise, wovon wir noch viel lernen können. Also
dieses Performative. Gibt es Fragen? Ja? Oder Sie, Frau Jafari, Sie wollen kurz was sagen, aber Sie können das Mikro schon mal dem Herrn geben. Ich wollte es nur ergänzen, dass ich, also die afrikanischen Poeten sind oft auch fantastische Performer, da können wir wirklich noch was von lernen. Und da stelle ich mir auch für die Zukunft vor, Begegnungen, also noch mehr Formate, in denen man sich begegnet und zusammen performt zum Beispiel. Ja, sowas, das ist auch wirklich richtig gut. Ja, ich möchte noch etwas sagen zum Thema der transnationalen Literaturen, weil ich das Thema auch gestern angesprochen hatte. Also einmal ist es schon wichtig, wo jemand lebt, wenn er schreibt. Also ob er es aus eigener Anschauung macht, ob er es aus der Erinnerung macht, ob er es aus der Recherche macht. Ist alles legitim, aber es ist dann ein anderer Blick und ich als Leser möchte das wissen. Wo lebt der Autor? Hat er das recherchiert? Hat er das selber erlebt oder erinnert er das? Aber das sind Sie generell Moment, bei Autoren aus allen Ländern. Ja, aber okay. Ich will es wissen. Deshalb hatte ich auch gestern danach gefragt. Und zweitens ist es aber auch wichtig, in welcher Originalsprache jemand schreibt. Das ist sogar noch wichtiger, als wo er lebt. Das heißt, schreibt er in seiner Muttersprache, schreibt er in einer Zweitsprache, selbst wenn er zweisprachig aufgewachsen ist. Wir reden hier von Literatur und Kunst. Und so viel weiß ich doch, dass Sprache auch das Denken beeinflusst, dass in Sprache eine bestimmte Kultur aufbewahrt wird. Ich möchte auf das berühmte Beispiel der Eskimos verweisen, die also 100 verschiedene Wörter für Schnee und für die Farbe des Schnees haben. Im Englischen gibt es weniger als 10. Und wenn jetzt ein Eskimo ein Gedicht schreibt, über, wo er das Verhältnis seines Volkes zum Schnee ausdrücken möchte, dann kann er das in Englisch nicht so, wie er das in seiner Muttersprache kann. Das ist einfach so und das muss man übersetzen dann und umschreiben, wie auch immer, mit Anmerkungen versehen. Also es ist ein Unterschied, es ist ganz wichtig, ob jemand in seiner Originalsprache schreibt und ob es dann in eine Weltsprache übersetzt wird, was natürlich notwendig ist, oder ob ein Afrikaner, der von dem Kontinent kommt, jetzt von vornherein schon in einer Fremdsprache schreibt, in dieser Sprache denkt, das verändert auch den Blick auf Afrika. Vielen Dank. Ja, sehr gut. Dankeschön. Entschuldigung, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und die junge Dame möchte hier vorne, Entschuldigung, einmal kurz die Dame und dann da noch. Okay, super. Dann bist du doch. Hallo. Und möglichst kurz wäre super. Erstmal vielen Dank für die interessante Diskussion und Information. Ich habe eigentlich eine Frage und zwar, wir wissen ja alle, Afrika ist ein Kontinent mit vielen Ländern und mich interessiert einfach mal so ein bisschen, Autoren, die in Deutschland ankommen, gibt es da bestimmte Länder, wo die vor allem herkommen? Also ich denke jetzt mal vor allem wahrscheinlich Englisch- und Französischsprachige. Aber gibt es überhaupt auch Autoren, ich habe jetzt so ein bisschen an Ostafrika gedacht, vielleicht auch, also klar, es gibt bestimmte Sprachen, die lassen sich schwierig übersetzen, weil die vielleicht noch nicht mehr verschriftlich sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Swahili denke oder so, was eine ziemlich viel gesprochene Sprache ist eigentlich, gibt es sowas auch oder kommen doch noch die allermeisten aus Nigeria, Ghana etc.? Interessante Frage, ja? Ja, also es ist so, dass das Nigeria ist ja führend, was Autorinnen und Autoren angeht, ja. Südafrika, also wenn Sie jetzt bei mir im Programm schauen, hält sich das so ein bisschen die Waage, weil aber es sind immerhin 2 oder 3 aus Nigeria und 2 oder 3 aus Südafrika. Was jetzt diese Sprachfrage angeht, da arbeiten wir eben auch dran, weil ich ja auch versuche, innerhalb von Afrika sozusagen was mit den Autorinnen und Autoren dort vielleicht oder mit Goethe zusammen hinzukriegen, dass man Programme entwickelt, dass die sich überhaupt erstmal übersetzen können. Weil wenn jemand wie Shirikura auf Shona schreibt, dann nützt es ihm natürlich innerhalb Simbabwes was. Aber jemand, der auf Afrikaans in Südafrika lebt oder in einer anderen Sprache, kann das Shona schon nicht mehr lesen. Also da müssen wir erstmal auch anpacken, dass wir sozusagen innerhalb dieser Länder, auch wie Nigeria, wo es über 600 Sprachen gibt, dass die sich untereinander übersetzen können und ihre Literaturen dann lesen können. Ganz wichtige Geschichte. Und Ostafrika, wir haben Masa Mengiste aus Äthiopien, die ein wunderbares Buch geschrieben hat über den Sturz eben von Haile Selassie, damals durch diese marxistischen Brigaden. Und es gibt aus Somalia, jetzt habe ich ihren Namen für die Mohamed Natifa oder wie sie heißt, die kommt aus Somalia, die ist bei CH Beck. Also da gibt es auch sozusagen Autorinnen und Autoren, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Aber weniger, ja. Und bei den Frankophonen ist es so, dass wie Sie es schon gesagt haben, das meiste über Frankreich natürlich läuft, weil viele leben dann da auch.
Und da haben wir im Programm eben Scholastique Mukasonga aus Ruanda, die eben als Kind schon in den 70er Jahren aus Ruanda flüchten musste als Tutsi-Mädchen und eben jetzt in Frankreich lebt. Also da schauen wir schon drauf, aber es ist richtig, die Dominanz ist nach wie vor englischsprachig eigentlich. Frau Germann? Ich möchte auch gerne noch was loswerden zu beiden Fragen. Ja, also der nigerianische Boom erklärt sich auch relativ leicht einfach daraus, dass es so viele Nigerianer gibt. Entsprechend gibt es auch einfach mehr Leute, die da schreiben. Ansonsten kann man, glaube ich, schon sagen, Kenia und Senegal sind auch so Zentren, wo viel passiert im Literaturbetrieb. Südafrika natürlich auf jeden Fall. Man kann auch sehen, dass Länder, die schon viele, viele Jahre schwere Krisen haben, wie die Demokratische Republik Kongo, dass da nicht so viel passiert oder dann alles in der Diaspora passiert und im Land selbst weniger. Aber ich wollte auch zu Ihnen nochmal sagen, ich finde diese Vorstellung, es gibt nur die eine Muttersprache, die dann das Wahre und Echte ist, ist auch eine sehr europäische Vorstellung, weil für die meisten afrikanischen Menschen ist es ganz normal, mit mehreren Sprachen parallel aufzuwachsen und auch afrikanische Sprachen mündlich zu benutzen und als Schriftsprache das Englische oder das Französische zu benutzen. Und diese Diskussion, also von die klassische von Gugi, ist eigentlich eine sehr, sehr alte Diskussion, die die jungen Autoren heutzutage wirklich nicht mehr führen möchten. Also die sagen alle, ich habe mir das ausgesucht, ich schreibe in Englisch, weil ich das möchte, weil ich mich da am besten ausdrücken kann. Was auf der anderen Seite natürlich nicht zu dem Trugschluss führen soll, was manche Leute dann auch denken, dass es gar keine Schriftliteratur in den afrikanischen Sprachen gibt. Die gibt es eben sehr wohl. Swahili ist eine sehr große Literatur, die noch nicht ins Deutsche übersetzt wird, aber die innerhalb Ostafrikas auch ihr Publikum hat und ihre Kenner, die man auch an der HU studieren kann. Ja, Herr Metzner, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Es muss wirklich kurz sein. Zwei Sätze, weil wir haben noch eine Frage. Weil ich das gestern auch noch mal erwähnt habe. Also Edouard Glissant, der eigentlich auch auf, er ist ja Kreole, ja, er schreibt auch auf Kreol, aber er hat sich für das Französische entschieden, weil er gesagt hat, ich verändere die französische Sprache. Ja, weil nämlich auf Kreol lesen das auf Martinique vielleicht 1000 Menschen, die dann noch kreolisch sprechen und lesen können. Ja? Und er ist aber sehr subversiv vorgegangen und er hat die französische Sprache verändert in seinem Sinne. Ja? Und das ist immer ein Transportmittel ja auch. Sprache, wissen Sie, ist ganz klar und das wird sich auch wieder ändern. Aber sag mal, so doppelstrategisch zu denken, finde ich gar nicht schlecht. Ja? Vielen Dank. Jetzt noch genau die letzte Publikumsfrage. Ja, mir ist es ein bisschen aufgestoßen, die Frage nach, was afrikanische Verlage denn jetzt von uns lernen können, beziehungsweise ob die kleinen afrikanischen Verlage jetzt von den Deutschen etwas lernen müssen oder wie das aussehen soll mit dem Austausch. Jetzt hatte Frau Jafari, glaube ich, angemerkt den Punkt, ja? Das ist nicht richtig verstanden. Ich habe es aber verstanden. Ja, aber ich glaube, Frau Jafari muss jetzt antworten, weil sie wurde ja, ich glaube, es hatte sich auf dem Kommentar, habe ich das richtig verstanden, von Frau Jafari, ne? Was jetzt afrikanische oder von Ihnen, Herr Matze, was afrikanische Verlage von Deutschen lernen können das oder sollten oder müssen, richtig? Dass Ihnen das aufgestoßen ist. Das, ist genau. Auch, das muss Ihnen gar nicht aufstoßen, weil das Einzige, was wir vermitteln können, ist ein Wissen über Buchvertriebssysteme, wie macht man einen Verlag, wie kann man Bücher vertreiben, wie funktionieren Buchhandlungen oder. Also da ist es ja so, dass, sagen wir mal, der Buchmarkt im Entstehen ist in vielen afrikanischen Ländern und da kann man einfach ganz praktische Tipps geben. Ja, das ist alles eigentlich, was wir da tun können. Mehr wollen wir auch gar nicht tun, aber das hilft manchmal schon, ein paar Fehler vielleicht zu vermeiden. Okay. Das ist nur Praxis. Jetzt habe ich auch noch eine letzte Frage an alle drei und die geht auch ganz schnell zu beantworten. Das ist hier ja immer noch ein Literaturkongress und es sind schon viele Namen gefallen von Büchern und Autoren und so schnell kann man gar nicht mitschreiben. Ja, bitte. Allein schon aus persönlichen Gründen hätte ich jetzt gerne. Jetzt kann jeder noch mal bitte ein und auch Sie, Herr Metzner, ein aus Ihrem Programm, nicht zehn. Ein Buch nennen, wo Sie sagen, toll, Leute, das ist nicht so bekannt, das kann ich Ihnen empfehlen. Gucken Sie sich's mal an. Frau Jafari, ich merke, Sie wollen anfangen. Nee, ich habe versucht, mich auf diese Frage vorzubereiten, weil die kommt immer. Ja, das ist auch immer gut. Ich habe keins.
Okay. Es gibt viele Bücher, die ich empfehlen würde. Sie müssen ja nicht sagen, es ist der ultimative, der müsste den Literaturnobelpreis gewinnen, aber Sie können sagen, es haben Sie sehr gerne gelesen. Ja, ich kann sagen, dass ich zum Beispiel Adichie sehr gerne, Amerikaner durchaus sehr gerne gelesen habe. Okay, das ist ein sehr bekanntes Buch. Frau Germann, Sie haben bestimmt noch was, was noch nicht jeder kennt. Ich hätte nur welche, die noch nicht übersetzt sind. Auch zum Beispiel Boubacar Boris Diop, Le Cavalier et son Ombre, der Reiter und sein Schatten, Le Cavalier et son Ombre von Boubacar Boris Diop aus Senegal, nicht übersetzt, oder von Ken Bogul, Rivan ou le chemin de sable, auch nicht übersetzt, Rivan oder der Sandweg. Okay, einige. Es gibt noch viel zu tun. Das Ganze wird auch übrigens per Audio aufgezeichnet. Wenn Sie so schnell jetzt nicht mitschreiben konnten, können Sie es nochmal nachhören. Und jetzt Herr Metzner. Ja, also die 20 hier.